Hallo! Ja, ich komme gerade aus dem Fitnessstudio und habe noch einen Hundespaziergang gemacht. Aber es schneit jetzt gerade so wunderschön, dass ich schnell ein Video machen möchte für euch. Keine Angst für diejenigen, die am Freitag anreisen zu unserem Spontan-Retreat hier in St. Moritz. Bis dahin hat es aufgehört zu schneien, die Straßen sind dann wieder frei, die Sonne scheint und ja, ich freue mich riesig, dass so viele wunderbare Ladies aus näher und ferner den Weg hierher finden nach St. Moritz. Es ist einfach so. Ja, wenn du dich noch angesprochen fühlst, kannst immer noch kommen, solange das Hotel nicht ausgebucht ist, gibt es Plätze. Wie gesagt, es wird richtig klasse werden und vor allem heißt das Hotel ja Reine Victoria geschrieben. Das ist die Königin Victoria. Und nachdem wir ja alle Königinnen und Frauen sind, die alles haben, passt es großartig zu uns. Warum habe ich geschrieben Geld, Glaubenssätze? Diese Geschichte mit ich habe kein Geld, ja, ich habe kein Geld. Oder wenn ich es nicht aussprechen will, dann sage ich halt, ich habe keine Zeit. Aber eigentlich wird es beides sehr gerne synonym verwendet, um sich klein zu halten, um sich einzuschränken, ist entweder der Mangel an Geld oder der Mangel an Zeit eine gern genommene Überzeugung. Und es ist auch etwas, woran wir am Wochenende eine kurze Veränderung vornehmen werden, weil die Wahrheit an ich habe kein Geld ist nämlich ziemlich zum Kotzen. Die Wahrheit ist, ich bin nicht gut genug. Das steckt dahinter, diese Überzeugung von, ich bin nicht gut genug und ich habe kein Geld verdient, ja, weil ich nicht gut genug bin. Das sind alles so unterbewusste Bullshit-Überzeugungen, die dafür sorgen, dass du kein Geld hast. Weil alles, was du sagst, alles, was du denkst, ist wahr. Und alles, was du bist, wenn du eine bist, die kein Geld hat und noch schlimmer, die nicht genug Geld verdient hat in ihrem Leben, wird es Zeit, diesen Scheiß zu verändern. Weil das sind alles uns in Kleinkindhypnose eingefilterten und selber vielleicht sogar zur Wahrheit gemachten Überzeugungen, die alle dafür verantwortlich sind, dass wir im Mangel sind, Geld betreffend. Und wir sind meistens dann auch noch, wir fühlen uns auch noch ungeliebt, wenn wir nicht genug Geld haben. Der Witz ist nur, wir fühlen uns nicht ungeliebt, weil wir nicht genug Geld haben, sondern wir haben nicht genug Geld, weil wir uns ungeliebt fühlen. Und warum fühlen wir uns ungeliebt? Weil wir uns bescheuerte Geschichten erzählen, respektive weil wir noch an bescheuerte Geschichten glauben, die wir irgendwann mal als Rückschlüsse in unserer Jugend in uns eingetrichtert haben. Ja, ich bin nicht wichtig, was ich zu sagen habe, ist interessiert niemanden. Wer soll schon Wert darauf legen, auf das, was ich denke, sage und tue und all solche Sachen. Und die Dinge sagst du mir jetzt, ja, das glaube ich gar nicht. Nein, das denke ich gar nicht. Und ich sage dir, doch, wenn du denkst, du hast kein Geld oder du hast nicht genug Geld oder du verdienst nicht genug Geld, dann sind da stillschweigende Überzeugungen in dir diesbezüglich. Dass du irgendwas nicht gut genug machst, dass vor allem auch noch im Außen irgendetwas ist, was dich bewertet oder beurteilt, was dir dann nachher den Rückschluss geben kann, dass du nicht gut genug bist. Und das letztendlich heißt wieder, du hast kein Geld
Oder du hast kein Geld, weil du andere Überzeugungen hast, wie zum Beispiel, niemand hat gerade Geld, ja, so gesellschaftliche Überzeugungen, und man kann ja gerade nicht Geld ausgeben. Und ich habe da letztens erst eine Statistik gesehen, die Leute geben kein Geld aus im Moment vor lauter Angst, ja. Und das ist natürlich auch wieder etwas, ich habe Angst, Geld auszugeben, das kenne ich auch, das ist auch etwas ganz Übles. Und all diese Dinge dürfen verändert werden, weil alles, was du glaubst, ist wahr. Alles, was jeder für sich in seinem Leben für Regeln aufstellt, die sind einfach wahr. Und die aufzudecken, auf den Tisch zu legen und sie anzulächeln und sagen, nee, Bullshit. Ja, auch das werden wir dieses Wochenende hier machen in St. Moritz, wo die Reichen und die Schönen, also wir, sich tummeln. Und es gibt ganz viele großartige Sachen zu sehen hier. Wir werden zusammen essen können, wir werden frühstücken zusammen, wir machen Sightseeing, wir machen ganz viele geniale Sachen. Also falls sich das ruft, schreib mir, es ist ein hammerknaller Preis. Und so billig, würde ich mal sagen, kommst du wahrscheinlich nicht mehr nach St. Moritz. Also ich freue mich auf alle. Tschüssi! So, die Sonne ist rausgekommen. Seht mal, wie schön. Ja, ich bin hier am St. Moritzersee. Und ich will euch ganz herzlich einladen, hier dieses Wochenende vom 16. bis 18. diese traumhafte Landschaft zu genießen. Ich will dich einladen, dich von krassen Glaubensgrundsätzen zu befreien. Ich will dich einladen, die Welt mit neuen Augen zu sehen. Ich will dich einladen, einen Blick der unendlichen Möglichkeiten aufzusetzen, dir alles, was du dir wünschst und erträumst, möglich zu machen. Denn das Einzige, um was es geht, ist, was glaubst du, was denkst du? Und du musst nicht wissen, wie es möglich sein kann, sondern es geht echt nur darum, die göttlichen Gesetze der Schöpfung kennenzulernen und anzuwenden und zu wissen, wo die Drehschrauben sind in deinen Gedanken alleine und wie du das handelst und managst. Ja, melde dich an, komm nach St. Moritz, Anreise Freitag, diesen Freitag, 16. April. Und wir haben zwei geile Tage zusammen mit Sightseeing, mit Mindset-Arbeit, mit Blockadenlösen, alles, was du dir nur vorstellen kannst. Und das Ganze nur für 500 Euro im Doppelzimmer, 600 Euro im Einzelzimmer im 4-Sterne-Hotel Reine Victoria. Ich freue mich auf dich. Tschüss. Ja, ich sollte doch auch mal meinen Kopf noch da reinsetzen. Hier, schau mal, frisch geschneit. Lass es dir nicht entgehen. Du kannst natürlich auch früher kommen und du kannst länger bleiben. Kannst noch Skifahren gehen. Die Pisten sind fantastisch. Aber das Wichtigste ist, du weißt, dass eine Entscheidung, und es ist wirklich jetzt nicht so ein krasses Investment wie bei anderen Retreats, weil es Last Minute ist, weil es meine Herzensangelegenheit ist. Und ja, zögere nicht, schreib mir, melde dich an, sei dabei, mach es dir möglich. Frauen aus nah und fern, sogar schon ein Ehemann ist dabei. Und wir werden eine riesengeile Party haben. Tschüss.